Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück in unserem Raptorengehege, in unserem Safari-Park. Und ja, die fünf Raptoren sind hier sehr, sehr glücklich, wie ihr seht. Cool. Was macht der denn da hinten? Ach, der hat eine Ziege erlegt. Ich dachte schon, der macht hier die Mauer kaputt. Und natürlich habt ihr wieder ganz, ganz tolle Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben. Und da haben wir nämlich zum einen Dragon, Mephisto, Gecko, Blue, haben sehr, sehr viele von euch reingeschrieben tatsächlich. Und zu guter Letzt, einer fehlt doch noch. Wer ist es denn? Sichelfuß, glaube ich, ne? Den habe ich, glaube ich, noch nicht genannt. Ich hoffe, ich habe jetzt alle genannt. Aber die verstehen sich hier prächtig, die fühlen sich hier wohl in unserem Gehege. Wir können ja mal eben schauen, wie er hier frisst. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Aber die Kamera will jetzt hier nicht so mit dem Zaun. Ja, ihr seht schon hier, ja, der Sichelfuß. Der reißt da gerade eine Ziege. Da hinten ist auch, wird auch fleißig gefressen. Also denen scheint das Gehege sehr, sehr gut zu gefallen. Und ich muss sagen, persönlich, es gefällt mir auch wirklich, wirklich gut. Ist mega cool hier, dass hier der Weg hier so runterführt. Und ich glaube, euch hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Und man kann die auch wirklich, wirklich gut beobachten aus unserer Beobachtungsstation, wie ihr seht. Aber ihr wisst ja schon, heute steht wieder eine Menge Arbeit an. Wir sind ja schon so in den finalen Zügen tatsächlich. Und wir haben beim letzten Mal ja hier diesen ganzen Hotelkomplex und so weiter weitergebaut. Und unsere beiden Gehege hier. Da müssen wir nämlich zum einen einmal unser Pflanzenfressergehege füllen. Das würde ich sagen, machen wir jetzt als allererstes mal. Wir gehen mal eben in unser Entwicklungslabor. Und dort brüten wir jetzt die passenden Saurier aus. Ich würde ja gerne Ankylosaurus und, wo haben wir ihn denn? Da, Pentaceratops. Also Ankylosaurus und Pentaceratops würde ich gerne in dieses Gehege machen. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier eine gute Anzahl von diesen beiden jeweils in das Gehege packen. Es dürfen nicht zu viele sein, da das Gehege nicht allzu groß ist, aber es dürfen auch nicht zu wenige sein, weil die wollen sich auch wohlfühlen im Rudel und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Wir gucken erstmal bei Sozial. Also eine Anzahl von, man könnte sogar zwei machen. Aber ich überlege tatsächlich, ob wir da nicht, ich glaube, wir machen drei von denen. Guck mal, der Bestand, das passt soweit. Machen wir mal Gruppe. Wir machen mal drei von denen. Bewertung 100 reicht mir auch. Schauen wir mal, dass wir hier schöne Farben auswählen. Genau, machen wir einmal das Waldmuster. So. Dann einmal das Steppenmuster gehen. Und dann machen wir, glaube ich, einmal das Vanillamuster. Ja, wir machen einmal Vanilla. Also ohne irgendwelche farbliche Veränderungen. Und dann machen wir noch zwei Ankylosauren in das Gehege. Das sollte dann, denke ich mal, nicht zu viel sein. Die sollten sich da auf jeden Fall dann glücklich fühlen und sollte auch ein schönes Gehege geben. Hier machen wir auf jeden Fall Regenwaldmuster. Das sieht immer nice aus. Schauen natürlich auch hier eben ins Soziale rein. Weil gerade bei dem Ankylosaurus ist das immer sehr kritisch. Es geht eigentlich klar, ne? Ich kann das sogar bei den normalen Werten lassen. Grasland und so. Die brauchen auch gar nicht viel Platz, sehe ich gerade. Das ist ja super chillig. Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen war. Da habe ich gar nicht nachgeschaut, aber das passt soweit, denke ich. Brüten wir den mal aus. Und machen das Ganze nochmal, das Spielchen. Und zwar mit einem, ja, wir nehmen mal das Dschungelmuster. Und dann haben wir, denke ich, wieder ein sehr, sehr schönes Gehege mit drei Pentaceratops und zwei Ankylosauren. Die kommen dann hier in das Gehege. Das sollte platztechnisch, denke ich mal, auf jeden Fall reichen, oder? Was meint ihr? Ja, definitiv. Und eine schöne Aussicht haben wir dann, denke ich, auch mal. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald die Dinosaurier dann im Gehege landen. Meanwhile, während die Dinosaurier aus... Was zur Hölle? Ist eine Ziege gefangen? Oh nein, die Arme, wie ist die denn da reingekommen? Was soll ich sagen? Genau, meanwhile, während die Dinosaurier gerade ausbrüten, können wir nochmal eben hier ein paar Bäumchen hinmachen. Ich hatte euch ja beim letzten Mal gefragt, ob ihr da lieber Bäume haben wollt oder nicht. Ihr habt geschrieben, so ein paar Bäumchen müssen schon sein. Sonst sieht das Ganze zu kahl aus. Wir versuchen das jetzt mal auf eine einigermaßen guten... Ja, Mittelweg, dass es nicht zu viele und nicht zu wenig sind, hinzubekommen. Was meint ihr? Wie sieht denn das aus? Hier so ein einzelner Baum. Da so ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann, aber ich denke schon. Also das geht, denke ich, klar. Sieht ganz cool aus, oder? Echt schon zu viel? Ich weiß nicht. Ich hier noch ein bisschen was weg. Natürlich verschwindet genau der, den ich nicht weghaben wollte. Vielleicht könnten wir auch noch ein bisschen... Das wäre vielleicht eine Idee. Vielleicht könnten wir mal ausprobieren, wenn wir hier ein bisschen noch Wasser entfernen, wie es dann aussieht. Sieht das hier auch ein bisschen mehr nach so einer Insel noch aus.
Na klein. Ich meine, warum nicht? Ja, ihr seht schon, ich tue mich da wirklich schwer mit. Ich denke, so sieht das ganz cool aus. Ich glaube, so können wir es erstmal lassen, Leute. Dann sieht das aus, als wenn da so eine kleine Insel noch ist. Oh, sieht ganz cool aus. Wäre geiler, wenn das mit Sand gehen würde, aber das ist ja leider nicht möglich. Aber passt schon. Ihr seht schon, die Dinosaurier sind fertig. Dann würde ich sagen, lassen wir die Guten mal frei. Schauen uns das Ganze mal eben an. Das Freilassen der Dinosaurier ist immer eine sehr, sehr schöne Sache. Immer so das Highlight des Spiels. Da haben wir unseren ersten Pentaceratops. Dann würde ich sagen, lassen wir nochmal eben einen Ankylosaurus frei. Dann haben wir das bei beiden Dinos einmal gesehen. Dann passiert das jetzt? Hallo? Oh, ich kriege gar nicht die schöne Kamera. Wie gemein. Ja, schauen wir uns das so an. Ist auch immer sehr, sehr süß, wie die so, ich weiß gar nicht, hoppelt der hoch? Ich glaube schon, ne? Ne, der macht gar nicht diesen Sprung. Ne, das waren die Stego... Sauren, glaube ich, die das machen. Der Ankylosaurus hat gar keine Animation, wenn er rauskommt. Sehr, sehr schade. Aber trotzdem mag ich den Ankylosaurus sehr, sehr gerne als Dinosaurier. Sieht auf jeden Fall mega nice aus, oder? Also, der passt auf jeden Fall gut in unseren Park. Und ich freue mich auch, dass wir Ankylosauren dann und Pentaceratops in unserem Park haben. Sie sind ja beide auf meiner Top 5 Pflanzenfresserliste gewesen. Das Video dazu ist unten in der Beschreibung verlinkt, auf jeden Fall. Und da seht ihr schon die letzten Ankylosauren hier landen und dann ist unser Gehege mit Dinosauriern befüllt und ich finde, diese beiden passen wirklich gut zusammen in ein Gehege. Also optisch macht das schon mal echt was her. Wäre auf jeden Fall eines meiner Lieblingsgehege hier im Park, wenn es sowas in Wirklichkeit geben würde. Oh, guck mal, wie süß der Anki da rennt. Oh. Und da ist auch der letzte gerade gelandet. Man hat auch wirklich eine sehr, sehr schöne Sicht hier aus dem Turm. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Nach rechts ist dann so ein bisschen Wald, finde ich auch sehr, sehr cool. Und man kann sogar rüber an das Gehege gucken. Noch, weil es könnte gut sein, dass wir da gleich Bäume vormachen auf der Seite. Das weiß ich noch nicht. Aber ihr könnt auf jeden Fall für die 2 Ankylosauren und die 3 Pentaceratopse schöne Namen wieder in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann noch in meinem Park vertreten hier. Sind ihr jetzt schon so mit die letzten Saurier, die in unserem Park dann kommen werden. Also haltet euch ran. Schreibt mir schöne Namensvorschläge auf jeden Fall in die Kommentare. Und mit etwas Glück seid ihr dann hier in diesem friedlichen und schönen Gehege. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Gehege. Und zwar hat da die gute Mona Fischer uns vorgeschlagen, oder mir vorgeschlagen, du könntest 2 Carnotauren in ein Gehege machen. Damit meinst du wahrscheinlich das neue Gehege. Und die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Also Carnotauren könnte ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Allerdings ist jetzt die Frage, reicht dann der Zaun hier? Ich denke mal ja. Also wir machen mal dann 2 Carnotauren hier rein und besiedeln das Gehege. Ich würde sagen, wir brüten jetzt erstmal die beiden Carnotauren aus. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Vorschlag gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank dafür. Carnotaurus ist tatsächlich auch ein Saurier, den ich eigentlich recht cool finde. Aber der sieht auch ein bisschen strange aus, das muss man sagen. So, welches Muster nehmen wir denn? Wir nehmen das Tundra-Muster. Schauen wir eben in die sozialen Gene auf jeden Fall. 1 bis 2, das geht hier schon klar. Oh, der kann ganz schön viele Dinosaurier ab. Nicht schlecht. Wir machen auf jeden Fall mal aus Sicherheitsgründen enger Raum 2.0. Dann sollten wir da platztechnisch definitiv keine Probleme kriegen. Die Bewertung ist ganz schön krass. 282, nicht schlecht. Sind aber noch einige andere Modifikationen drin. Aber die spielen jetzt erstmal keine Rolle. Das ändert ja optisch nichts. Das passt, denke ich mal. Und dann machen wir noch einen mit Steppenmuster. Brüten wir auch aus. Und das sollten dann eigentlich schon die letzten beiden Dinosaurier für meinen Park werden hier. Also krass, das ging jetzt schneller als gedacht. Ich glaube, wir sind jetzt bei der 10., 11. Folge, irgendwie sowas. Und wir sind jetzt wirklich in der Fertigstellung von dem Park. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir wollen das jetzt aber erstmal fertig machen. Ich überlege gerade, ob ich hier jetzt Bäume vormache oder nicht, weil man kann ja sogar hier rüber schauen von dem anderen Turm. Ist eigentlich ganz cool, dass man das kann. Das ist auf jeden Fall nicht negativ. Und zu viele Bäume mögen die Kanus bestimmt gar nicht. Machen wir so vereinzelt ein paar Bäumchen. Kann ja nicht schaden. Aber vielleicht hier nicht so doll die Sicht verdecken. Das ist gar nicht mal so klug. Die lieber hier am Rand machen. Wenn es dann so gehen würde, wie ich es gern hätte. Guck mal, jetzt kriege ich den Baum da wieder nicht weg, ne? Der Klassiker. So. Dann kann man hier durchschauen. Ja, das gefällt mir.
Vielleicht doch noch ein Bäumchen hier hin. Ah, nee, dann lieber doch mehr hier. So. Und hier am Rand, wenn wir noch was hinkriegen, wäre auch cool. Das war wieder too much. Dieses Tool ist aber auch echt sehr, sehr grob, sage ich mal. Also man kann da wirklich nicht gut diese Bäume platzieren. Das ist halt mega random, wo die hinkommen, so ein bisschen. Aber ich denke mal, so gefällt mir das. Ich denke mal, so haben wir eine gute Sicht. Oh, ich weiß nicht, ob dieser Baum hier nicht zu viel verdeckt. Das ist wahrscheinlich nicht so smart. Wir wollen ja auch wirklich den Zuschauern die beste Sicht hier gewährleisten. Schauen wir doch mal, wie das so ist. Na komm. So. Dann sind die da schön am Rand und dann sollten die auch nicht stören. Gehe ich mal von aus. Der Baum ist wieder... Ich kann leider nicht so nah am Zaun bauen, wie ich es gerne hätte. Aber das macht ja nichts. Ja, so ist super. So hat man eine super Sicht. Wenn die hier vorne trinken, hat man eine gute Sicht. Da hinten sind die dann ein bisschen versteckt. Aber man kann da hinten, glaube ich, dann von hier aus einsehen. Ja, guck mal. Man kann da rüber gucken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich denke, das wird den Kanutauren auch reichen an Gehege hier. Machen wir auf jeden Fall noch eben einen Futterspender hier hin. Am besten einfach hier in die Mitte genau. Und einen Ziegenfutterspender können wir wieder ein bisschen versteckt machen. Der kann eigentlich sogar hier vorne hin. Na, natürlich verschwinden dann wieder Bäume. Das gefällt mir nicht. Ey, jetzt ist der Baum ganz weg. Der kommt gar nicht wieder. Frech. So, genau. Weil hier wollte ich es schon so ein bisschen bewuchert machen. Na, machen wir das nochmal neu. Machen wir den Ziegenfutterspender halt. Den auch hier unter machen einfach. Genau. Hier stört er nicht. Man sieht ihn wahrscheinlich nicht mal von hier. Ne. Perfekt. Und dann kann man ihn da beim Fressen beobachten. Und hier beim Trinken. Und da hinten. Und er hat auch noch Möglichkeiten, sich zu verstecken vor den Blicken. Also, ich denke mal, die werden sich da auf jeden Fall wohlfühlen, die Kanus. Aber im Prinzip, wenn wir die Kanus dann hier im Gehege haben, haben wir soweit unseren Park fertig. Wir können nur höchstens noch mal ein paar Kleinigkeiten. Ne, haben wir nicht. Wir haben eine Sache vergessen, Leute. Fällt mir gerade mal auf. Eieiei, da muss ich mal gucken, wie wir das unterbringen. Und zwar muss hier diese Einschienenbahn noch fortgeführt werden. Und wir müssen noch irgendwie hier hinten eine Station oder sowas unterbringen. Oh, 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 das wird ganz schön knapp vom Platz. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen umbauen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Da überlege ich mir was. So, Leute, wir haben hier wirklich richtig, richtig harten Platzmangel. Also ich habe gerade erstmal geguckt. Cool wäre es natürlich irgendwo hier hinten beim Hotel. Aber ihr seht schon, wir haben hier wirklich nah am Rand gebaut. Wir könnten eventuell entweder die Station hier aufs Wasser machen. Ah, das würde aber wahrscheinlich nicht so nice aussehen. Weil da würde ganz, ganz viel Wasser verloren gehen. Oder wir machen die Station entweder hier hin und machen die beiden Sicherheitszentrum und Wissenschaftszentrum waren es, glaube ich, weg. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir platzieren die irgendwie hier im Wald. Ich glaube, das wäre erstmal so der erste Versuch. Ich mache jetzt mal eben hier die Bäume weg. Das habe ich ja ganz vergessen und außen vor gelassen, dass wir die Einschiebbahn noch weiterführen müssen. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Na, vielleicht kriegen wir das ja hier noch einigermaßen schön unter. Mal gucken. Oh, das könnte funktionieren, Leute. Ich will halt so wenig Bäume wie möglich da verlieren. Oh, das geht sogar klar. Ist vielleicht jetzt nicht hier die schönste Lösung, aber wir können ja eventuell hier den Weg etwas anders dann machen. Wegen. Einfach so einen dickeren Platz wieder machen, so wie wir es ja schon ganz oft gemacht haben. Wird auf jeden Fall schwierig werden hier, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das komisch aussieht hier. Denn dann müssten wir das wahrscheinlich hier nochmal komplett so ein bisschen abrunden, den Weg. Aber von der Position her wäre das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Müssen wir mal eben jetzt testen mit der Strecke. Ob das dann vom Streckenverlauf nice wäre. Also ich wollte die ja auf jeden Fall immer so ein bisschen am Rand lang führen. Das Problem ist, hier können wir auf jeden Fall nicht. Wir könnten hier am Rand so lang gehen, weil wir dürfen nicht vor die Türme gehen, weil sonst ist die Strecke im Sichtfeld der Türme. Das geht auf jeden Fall nicht. Dann hier hinterm Hotel lang. Ich weiß nicht, ob ich das so mag. Diesen Bogen, aber eigentlich wäre das ganz cool. Dann hat man, glaube ich, aus dieser Einschienbahn eine wirklich sehr gute Sicht auf die Dinosaurier in dem Gehege. Dann könnten wir eventuell nochmal... Da habe ich ein bisschen doof gesetzt. Das wird gerade sehr, sehr dunkel, leider. Das bleibt nicht aus.
Das gehört dazu. So, und dann könnten wir nämlich hier so lang. Und dann könnte man hier nochmal einen Blick auf die Raptoren erhaschen. Mit etwas Glück. Und dann im Endeffekt so. Sieht hier ein bisschen komisch aus, weil der keine Säule hat. Kein Stützpfeiler mehr. Wir könnten die rein theoretisch sogar im Kreis dann laufen lassen. Ein Schienbahn. Weiß aber gar nicht, ob ich das möchte. Frag mich gerade halt, ob das nicht hier ein bisschen zu viel jetzt ist, des Guten. Ob wir das nicht hier doch diesen Teil hier wegmachen sollten. Würde wahrscheinlich besser aussehen von der Gesamtoptik. Machen wir es mal eben. Zur Not kann ich es ja wieder neu bauen. Aber ich glaube, so sieht das alles ein bisschen schicker aus. Dann sieht man hier nämlich ein bisschen mehr Wald und so. Und im Prinzip kannst du dann ja wirklich vom Parkende bis zum Parkeingang fahren und hast hier sogar noch eine Abkürzung. Wenn du am Ende bist, kannst du hier durch das Gebiet durch und direkt zum Eingang. Also so schlecht haben wir unseren Park gar nicht geplant und organisiert, wenn mir das mal jetzt so auffällt. Ist gar nicht schlecht. Die Kurve hier hinten gefällt mir noch nicht, weil hier kein einziger Stützpfeiler ist. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Wir brauchen da einen Pfeiler, sonst sieht das super unrealistisch aus. Ist aber echt problematisch hier, wie ihr seht. Wieso willst du denn hier mir keinen Pfeiler geben? Na, hier so ein Stützpfeiler, das wäre ja schon mal immerhin etwas. Genau, und dann können wir diese Kurve vielleicht nochmal etwas überarbeiten. Und dann bin ich, glaube ich, damit zufrieden. Ich glaube, dann lassen wir das erstmal so. So, und so. Ich denke, das passt. Sieht ganz cool aus. Dann hat man hier wirklich eine Strecke, die einmal komplett durch den Park geht. Und man sieht die gar nicht, obwohl doch so ganz leicht. Seht ihr diese hellblaue Linie? Das ist die Strecke. Kann man leider so gar nicht so gut erkennen. Aber die führt einmal so am Parkrand entlang. Finde ich ganz cool. Sieht optisch meiner Meinung nach schon sehr, sehr nice aus, der Park. Auch mit der Beleuchtung. Das gefällt mir. Dann müssen wir natürlich jetzt noch hier die Wege einmal etwas schöner gestalten. Ich habe das jetzt mit dem Weg einfach ganz stumpf so gelöst. Das passt, denke ich mal. Und wir zeichnen jetzt hier noch ein paar Bäumchen. So, einen haben wir sogar noch hinbekommen. Nicht schlecht. Und ansonsten sollte die Ecke dann soweit fertig sein. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sieht auch nice aus bei Nacht, muss ich sagen. Mit der Beleuchtung und sowas. Und der Streckenverlauf gefällt mir auch eigentlich ganz gut jetzt. Das wird sich dann herausstellen, wie wir im Endeffekt den Streckenverlauf gemacht haben, wenn wir dann mit der Bahn fahren. Das werden wir definitiv auch noch machen. Vielleicht nochmal in einem Extra-Video oder sowas. Aber wir schauen mal eben, ob wir hier noch ein paar Bäumchen unterkriegen. Hier sind auch ganz schön viele verloren gegangen durch die Säulen. Schade, schade. Ey, die Säulen lassen echt nochmal viele Bäumchen verschwinden. Aber das soll uns jetzt hier nicht weiter stören. Das passt, denke ich mal. Und jetzt ist natürlich hier gleich eine Krankheit ausgebrochen. Schicken wir mal eben unseren Ranger los. Wen hat's denn erwischt? Langmaul hat's erwischt, den Baryonyx hier. Versteckt sich aber gerade. Hat gerade keine Lust, beobachtet zu werden. Na gut, das sollte der Jeep, denke ich mal, ohne Probleme hinbekommen. Und jetzt sind wir fast in den letzten Zügen hier. Lassen wir jetzt mal unsere Carnotaurusse frei. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl für das letzte Gehege, denke ich mal. Wir haben auch ein sehr, sehr ausgeglichenes Fleisch-Pflanzenfresser-Verhältnis, glaube ich. Also, das ist schon nicht schlecht. So, da sind die beiden. Dann würde ich sagen, bringen wir die beiden in unser Gehege. Da es die letzten beiden Saurier sind, würde ich schon fast sagen, dass wir jetzt das Betäuben selbst übernehmen. Ist ja sowas wie eine Ehre, die letzten beiden Saurier zu betäuben. Dann in ihr Gehege umzusiedeln. Ach, der Safari-Park. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich schon auf eine Rundtour mit euch. Mit dem Jeep, mit der Gyrosphäre, mit dem Helikopter und auch mit der Einschienenbahn. Ach, komm schon. Ich weiß nicht, so eine Faxen. Ist ganz schön schnell unterwegs. Und ich bin auch außer Übung, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. So, jetzt haben wir ihn. So, den jetzt auch noch direkt. Nicht losrennen.
Boah, der war knapp. Fliegen mal ein bisschen näher ran. Er steht gerade. Und wir haben ihn. Und da geht auch er zu Boden. Und dann können wir unser Transportteam holen. Und siedeln die beiden um in ihr Gehege. Haben jetzt, glaube ich, auch nichts. Doch, wir haben noch was vergessen, Leute. Mir fällt schon wieder was ein. Wir haben natürlich wieder keine Tore gebaut hier in den Gehegen. Eieiei, da muss ich mal eben... Wir können es vielleicht auch mal eben schnell zusammen machen. Vielleicht können wir nämlich einfach hier ein Tor reinbauen. So, seht ihr, das passt. Und hier vielleicht einfach in den Wald. Zack, seht ihr. Haben wir das Torproblem auch gelöst. Ansonsten, hier habe ich ein Tor. Ich habe jetzt, glaube ich, überall ein Tor drin, ne? Da ist ein Tor. Hier ist ein Tor. Da ist ein Tor. Da, da. Da, da. Ja, ich glaube, ich habe nichts mehr vergessen, was Tore angeht. Hier ist auch ein Doppeltor. Und ihr seht schon, wir haben jetzt wirklich fast den gesamten Platz hier benutzt. Und der Park ist wirklich riesig geworden. Und wir haben schon einige Saurier. Wir können, glaube ich, auch mal gucken, wie viele Saurier wir dann haben. Na, erstmal schauen wir uns jetzt an, wie die beiden hier landen. So, da oben kommen sie. Werden jetzt abgelassen. Unsere letzten beiden Saurier. Ah, ist das schön. Oh, da rennt schon eine Ziege, die gleich verspeist wird. Und für diese beiden könnt ihr auch auf jeden Fall schöne Namen in die Kommentare schreiben. Okay, Leute, bevor wir jetzt hier fertig sind, ist mir gerade mal aufgefallen, dass die Pentaceratopse sich nicht wohlfühlen. Das liegt daran, dass die untersozialisiert sind. Ich hatte wohl die falsche Modifikation drin, als ich die erstellt habe. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen vierten Pentaceratops hier in das Gehege machen. Oder wir tauschen diese hier aus. Ich denke, wir machen jetzt einfach noch einen vierten da rein. Und dann sollten auch die wieder glücklich sein. Was? Mein Fehler, habe ich wohl die falsche Modifikation drin gelassen. Ich kann mal eben nachschauen. Gucken wir mal eben bei Soziales. Ja, Gruppe. Ich habe tatsächlich die falsche reingemacht. Ich habe auf den Bestand geachtet und nicht auf die sozialen Werte. Ja gut, dann kriegen die drei Pentaceratopse doch noch einen weiteren Gefährten. Und zwar mit einem... Ich weiß gar nicht, was wir jetzt nicht haben. Sumpfmuster haben wir, glaube ich, nicht. Den brüten wir nochmal aus. Und das ist dann wirklich unser letzter Dinosaurier hier für unseren Park. Ansonsten sollten nämlich alle Saurier glücklich sein. 100%. 100%. Ja, die hier leider nicht. Die Ankis sind glücklich. Dann hier sind sowieso alle glücklich. Da habe ich echt drauf geachtet. Ja, 25 Saurier hier drin in dem Park. In dem Park, in dem Gehege meine ich natürlich. Dann haben wir hier Baryonyxe, sind auch glücklich. Sinoceratopse, Apatosaurus. Alles, alles glückliche Dinosaurier, wie ihr seht. Ja, seht ihr mal. Sind wirklich alle glücklich. Und damit sollte dann auch unser Safari-Park fertig sein, würde ich sagen. Also den werde ich gleich noch auf jeden Fall in das Gehege laden. Aber wir können jetzt nochmal so einen kleinen Rundgang und kurzen Blick auf unseren Park machen. Also hier kommt man dann an. Jurassic World, Isla Nublar. Kommt dann hier runter und kommt dann zu unserem ersten Gehege. Kann dann hier rumlaufen, links oder rechts. Oder direkt in die Einschienenbahn gehen, natürlich. Und dort hat man das erste Gehege. Da drin befinden sich Gallimimusse und Torosaurus. Also schon mal ein sehr, sehr schönes Gehege. Dann kann man hier links zu einem Hotel gehen und hat hier auch ein paar Fressbuden. Dann kann man hier weitergehen. Geht dann hier entlang, auch am Wasser mit der Einschienenbahn. Wirklich sehr, sehr schön. Wir können mal ganz kurz hier, vielleicht können wir einen Blick erhaschen. Ich kriege sie gerade gar nicht angeklickt. Ist ja auch egal. Und dann kann man hier rumgehen. Geht dann hier hoch. Kann dann auch hier schon durch die Bäume eventuell einen Blick auf unseren Tyrannosaurus erhaschen, was wir jetzt gerade leider nicht können. Aber ist ja kein Problem, man kann ja hier hinten rumgehen, kommt dann zu unserem Beobachtungstürm und von hier aus kann man ihn auf jeden Fall zu Gesicht bekommen. Also hier hat man so eine gute Aussicht, das sollte wirklich klappen. Dann kommt man hier um die Kurve, geht dann weiter, kommt hier zu unseren Charcharodontosauren, das war gar nicht schlecht ausgesprochen, und auch hier kann man wieder hochgehen, ein Weg, wo man dann schon zu Beobachtungstürmen kommt, auf unser großes Pflanzenfressergehege. Zwei Stück an der Zahl, auch hier ein paar Fressbuden und so weiter. Und nach hier unten kann man sogar noch zu einer Beobachtungsstation. Da kann man dann die beiden sich nochmal angucken, ein bisschen genauer.
Und da, das kann man sogar noch mal hier hinten tun. Man kann hier hinten auch noch mal rumlaufen. Auch noch mal hier von hier aus gucken. Also man hat hier wirklich viele Möglichkeiten, finde ich, auf unsere Gehege zu schauen. Natürlich auch immer von der Einschienenbahn. Ja, die fährt bei jedem Gehege vorbei. Und hier hinten ist auch wieder ein Hotel. Und dann kommt man auch schon zum nächsten Teil unseres Parks. Und zwar dem Innovationszentrum. Auch wieder hier mit Fressbuden und einem Hotel. Und auch hier hat man wieder ein paar Gehege. Um das Innovationszentrum herum hat man auch eine sehr, sehr schöne Sicht. Und gegebenenfalls kann man dann sogar hier aus dem Innovationszentrum rauslaufen und sogar mal einen Dinosaurier streicheln. Das ist vielleicht nicht empfehlenswert hier bei den Baryonyxen, aber man geht sogar gerade zum Zaun hin. Ich kann mal die Ziegenfutterspender wieder anmachen. Letztes Mal ausgemacht, weil da so viele Ziegen waren. Jetzt sind gar keine mehr hier. Und ja, wo waren wir stehen geblieben? Dann hat man hier natürlich noch die Chance, mit der Gyrosphäre in unser großes Pflanzenfressergehege zu fahren. Und ihr seht schon, hier sind wirklich, wirklich viele Dinosaurier vertreten. Sieht schon sehr, sehr nice aus. Wirklich sehr belebt. Wir können ja mal eben hier, vielleicht kriegen wir gerade... Ah, natürlich nicht, wir haben das Falsche angeklickt. Ah, wir kriegen sogar gerade diese Gyrosphäre. Ihr seht schon, man hat hier wirklich eine sehr schöne Aussicht. Und wir können auch noch mal ein Video machen, wo wir dann die Gyrosphärenfahrt noch mal etwas genauer unter die Lupe nehmen und so. Jetzt sehen wir hier gerade, wie der Weg versperrt wird. Ah, ist ein wirklich schönes Gehege geworden. Und dann kommen wir zu unserem nächsten Teil. Da haben wir natürlich die beiden Gehege, die wir gerade gebaut haben. Ich denke mal, die brauchen wir jetzt nicht noch sonderlich begutachten. Wir können mal schauen, ob hier der Penta ist noch nicht fertig. Genau, die haben wir gerade schon unter die Lupe genommen. Hier hinten den Bereich, den solltet ihr auch kennen, den haben wir heute auch bearbeitet. Hier haben wir dann nochmal ein Wissenschaftszentrum und ein Sicherheitszentrum. Und hier natürlich unseren ja, Industriebereich, den kennt ihr sowieso. Und ganz hier unten zu guter Letzt die Raptoren. Das Raptorengehege natürlich auch mit Doppelzaun gesichert. Muss natürlich sein bei Raptoren. Und das ist unser Safari-Park, Leute. Wir haben wirklich viel gebaut. Ihr habt wirklich tolle Ideen mit einfließen lassen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ihr habt auch sehr, sehr schöne Dinosauriernamen vorgeschlagen. Wir schauen jetzt nochmal, wie hier der letzte Dinosaurier in unserem Park landet. Das ist der Pentaceratops, den wir jetzt gerade noch ausgebrütet haben. Und da berührt er den Boden. Und das ist jetzt ja wirklich ein Highlight. Also das ist definitiv der letzte Dinosaurier jetzt, der unseren Park betritt. Und jetzt sollten die auch glücklich sein. Die Geborgenheit sollte wieder hochgehen. Ja, ihr seht schon. Und denkt auf jeden Fall daran, dass ihr nochmal für die Dinosaurier, die heute hinzugekommen sind, nochmal Namensvorschläge auf jeden Fall in die Kommentare schreibt. Weil mit etwas Glück könnt ihr dann noch hier in diesem Park vertreten sein. Also viele Namen sind es nicht mehr. Ich glaube, das sind nur noch die zwei Ankis und die vier Pentaceratopse und natürlich die beiden Carnotaurisse. Und ich würde sagen, das war's mit unserem Safari-Park. Er ist soweit fertig. Vielleicht werde ich noch die ein oder andere Kleinigkeit überarbeiten, verbessern und so weiter. Aber dafür lohnt es sich nicht, ein extra Video rauszuhauen. Und ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video machen, wie wir uns die ganzen Attraktionen, wie zum Beispiel die Einschienenbahn und so weiter, nochmal genauer angucken. Die Gyrosphäre natürlich auch. Und wir fahren auch ein bisschen mit dem Jeep durch die Gegend. Gucken uns nochmal die Dinosaurier und sowas an. Also so eine kleine Safari-Tour werden wir auf jeden Fall nochmal gemeinsam machen. Und ihr könnt mir auf jeden Fall nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht den Speicherstand von dem Park haben wollt. Ich könnte den ja für euch veröffentlichen. Und dann könnt auch ihr mal den Park euch nochmal selber am PC angucken. Oder den Park ein bisschen verändern oder Sachen hinzufügen. Vielleicht könnt ihr da auch schöne Screenshots mir dann schicken, was ihr verbessert habt und sowas. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall schon mal bei euch bedanken. Dieses Projekt, also der Safari-Park, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt wirklich sehr viel zugeschaut, sehr, sehr viele neue Leute sind auf meinen Kanal gestoßen. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ihr habt mega viel geliked, was eine mega Motivation für mich ist. Also auch dafür vielen Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der Safari-Tour. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Euer Dandy.